Hey Leute, ich grüße euch. Und ja, ich weiß nicht, wenn ihr gerade live zugeschaut habt, wir waren eben gerade noch in einem anderen Raum, haben EDF gespielt. Ich bin gerade hier rein, bin noch ein bisschen außer Puste und muss vielleicht sagen, vielleicht hört einer zu. Ich glaube, wir haben den falschen PC aufgebaut, kann das sein? Da ist nicht das drauf, was ich machen wollte. Ich hatte vor, Dead Island mit euch zu machen. Das ist ja vom Index runter. Und das ist hier auf dem Rechner nicht drauf. Das Ding ist, wir haben mehrere von diesen. Und kann das sein, dass wir den falschen genommen haben? Weil das ist hier nicht, Leute. Na gut. Ja. Ja. Gut, dann schauen wir erstmal in den Chat. Aus der Puste vom Klon zurück. Nee, für Klo hatte ich keine Zeit, Rabe Dennis. Schrei doch nicht so, sagt Moon. Okay, sorry. Sorry, aber es ist ein bisschen ungewohnt. Hier ist die Akustik super miserabel. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber es hört sich sehr hallig an. Vielleicht animiert mich. Muss ich mal so leiser sprechen, so? Okay, sorry. Es ist halt, wenn man mit den beiden Booty-Männern spielt, es ist immer ein riesiges Geschrei. Und da muss man erstmal wieder runterkommen. Ja. So. Lieber Anno zocken, sagt Lubitzki. Schon wieder kein Stonekeep. Liegt daran, dass das eigentlich ein anderer Rechner ist. Ja. Was gibt's heute zu zocken? Also geplant war Dead Island. Das wollte ich schon vor einiger Zeit machen, als es ganz, ganz fresh war. Jetzt ist das schon, hat das schon so ein bisschen Ranz obendrauf, weil das schon seit 2 Wochen natürlich jetzt schon draußen ist, als Definitive Edition. Und das Gute an der Definitive Edition ist, dass sie die Engine benutzen, die bei Dying Light, oder war das? Die benutzen die andere Engine und jetzt sieht das Ganze viel hübscher aus. Also wenn ihr Dead Island damals nicht gespielt habt, ist das eine ziemlich gute Möglichkeit, das jetzt nachzuholen mit so einer schönen, optisch überarbeiteten Version. Inhaltlich ist da nicht viel, aber ihr habt wahrscheinlich die ganzen DLCs dabei. Es gab da auf jeden Fall mindestens einen DLC, der sich gelohnt hatte. Und ich bin jetzt natürlich, ich hänge jetzt hier ein bisschen, ich weiß nicht, also wollen wir das jetzt noch spielen oder soll ich jetzt was anderes spielen? Okay. Also ich soll das jetzt noch mal live runterladen, ja? So, dann machen wir das mal. 9 Gigs. Dann schauen wir in den Chat. Schauen wir in den Chat. Dead Island oder ich schalt um, sagt Majestix. Der Bananenlieferant sagt World of Tanks. Das ist natürlich immer dann, wenn gar nichts funktioniert, machen wir natürlich World of Tanks, sicher. Aber gut, ich hatte gehofft, dass wir direkt einsteigen können, ja. 2011 kam das raus, hat Sinsensan gerade noch mal gesagt. Das ist schon eine Weile her. Anno-Konferenz wird gefragt, findet diesen Samstag statt. Solltet ihr einschalten, 15 Uhr geht's los, bis spät in die Puppen. 4 Leute werden gegeneinander spielen. 2 Jungs von dem Pizmeat-Clan und 2 Leute aus unserem Haus, namentlich Simon und Nils. Beides gestandene Anno-Profis, zumindest einer davon. Und da bin ich mal gespannt. Wie kommt denn jetzt Reda auf Empire Earth? Das war damals der Shit, sagt er. FTL, fragt ihr seit einer ganzen Weile, Zitronen, Coyote, Zucker gerade, wieso wollt ihr momentan so viel FTL? Gibt's da was Neues? Genau, für alle, die nach Stonekeep verlangen, ich würde es gerne zocken, aber wir haben ja, wie gesagt, mehrere PCs hier. Und hier steht jetzt gerade einer, wo eigentlich gar nichts drauf ist. Weder Stonekeep noch das, was geplant war. Minecraft, Max Montezuma. Minecraft habe ich ja ewig nicht mehr gespielt. Zu eurer Information, der eine lädt jetzt übrigens gerade runter und es geht tatsächlich recht schnell. In einer Minute ist es vielleicht schon da. They are Billions.
da muss man sich so stark konzentrieren. Ein Retro-Game. Erstmal Windows installieren, okay. Factorio. Verlangt die auch schon seit einiger Zeit. Da bin ich aber kein Experte drin. Da wäre ich gerne erst Experte. Und das ist bei Factorio nicht ganz so einfach. Da braucht man eine Weile. Jack the Lions 2 kann man gerne immer mal schön reingucken. Das durchzuspielen oder irgendwie was Längeres zu machen, ist schwierig. Das ist ein zu großes Spiel. Das dauert ja ewig. Wie lange braucht man, um eine Jack the Lions-Kampagne durchzuspielen? Ich weiß es gar nicht genau. Ich würde sagen, also da kann man ja auch wirklich ganz unterschiedlich spielen. Entweder fix oder ganz langsam, aber das sind schon zig Stunden, 20 mindestens, vielleicht sogar an die 50. Bis man diese ganze Karte denn eingenommen hat. Wie heißt nochmal die Insel? Arulco? Ist das Arulco? Elliot, du Schwachkopf! Ich erinnere mich. Madeira, wie hieß sie? Moreira? Keine Ahnung. Erinnert ihr euch? Ultima Underworld wird auch genannt. Ist auch geplant, in mittelferner Zukunft mal in Ultima Underworld reinzuschauen. Daedrana hieß die. Dankeschön, King Bronco. Daedrana. Der nette Erich weiß es auch noch. Und Dead Island ist runtergeladen. Jetzt installiert er das gerade noch mal. So. Und wir drücken auf Spielen. Geht los, könnt ihr reingucken. Drunken head, broken legs, body parts on the concrete. Cut them up, put your stout gators in the swamp. Red light, leave them dead, running like a track meet. Scared of nobody, what you know who I am. You have any idea who you're fucking talking to? Or maybe you saw me in the playoff time. I played for the fucking goddamn champions. Well, cooking meat, cannibal, trying to eat. I got a zombie on me, and you can't harm me. Hey, watch it. Your voodoo, bitch. Drink blood like a vampire without warning. Who do you voodoo, bitch? Stand up. Sam B got the thing that go bump in the night. Whoa. Who do you voodoo, bitch? Super genialer Vorspann. Den Typen, den ihr da seht, den Sänger, den kann man spielen. Ist ein Charakter. Lied extra für das Spiel gemacht worden. Sie ist auch ein Charakter. Sir, looks like you've had enough. What's your room number? I'll make sure you get there safe and sound. Stand up. Sam B got the thing that go bump in the night. Who do you voodoo, bitch? Hide your kids, grab your wife, better get out of sight. Who do you voodoo, bitch? Let's go. Excuse me, lady. Are you okay? Can you hear me? What are you doing, sir? This is the woman's restroom. I got a zombie on Sam G. You can't harm me. Ich hab das Gefühl, ich sehe den auch gerade wieder zum ersten Mal, so lange ist es her. Natürlich nicht zu vergleichen mit dem absolut genialen Render-Trailer, der im Vorfeld veröffentlicht wurde, als es noch gar keine Bilder zum Spiel gab. Mich vorhin da gerade mit einem guten Wirt drüber unterhalten. Ich glaube, es gibt kein Spiel, das eine größere Diskrepanz in der Qualität hat zwischen Trailer und Endprodukt. Muss ich vielleicht am Anfang echt zugeben, Dead Island ist jetzt nicht unbedingt das super top-notch AAA-Ding, was über jeden Zweifel erhaben ist, aber es ist eine Geschmackssache, finde ich. Und schon dieser Titelscreen hier hat was, muss ich sagen. Oder? Gehen wir mal in die Option, ob wir hier alles auf mega cool haben. Lassen das mal an. Grafik. Hier müssen wir ja immer noch mal checken, ob es nach hoch noch was gibt. Ihr kennt die Geschichte.
Nee, hier scheint hoch tatsächlich das Höchste zu sein. Viel kann man nicht einstellen. Ist, glaube ich, auch damals primär mit der Konsole im Hinterkopf entwickelt worden. Daher auch qualitativ natürlich dann so ein bisschen die Abstriche. Das Ganze jetzt aber schöner als dazu mal. So, jetzt haben wir die Wahl. Ich habe damals angefangen mit ihm natürlich. Sam B, dem Rapper aus dem Vorspannvideo. Dann haben wir Qian. Das ist so eine, hier steht's ja sogar, Expertin für scharfe Waffen. Die kann auch gut Messer werfen. Purna ist die Feuerwaffenexpertin. Und Logan, der Wurfexperte. Aber ganz ehrlich, Zombies, die macht man mit stumpfen Waffen, oder? Was sagt ihr? Also, beziehungsweise, ich sag jetzt, das machen wir so. Sam? Guck mal, was ist denn der One-Punch-Modus? Ist das sowas wie God? Nee, Quatsch, wie Iron Man Mode? Das liest sich jetzt eher so, als würden die Zombies alle One-Punch-mäßig sein. Das wollen wir ja nicht. Als würde das einfacher machen, oder? Ich bin mit einem Hit tot? Und warum sind denn die Achievements aus? Das macht's doch viel schwieriger. Wir machen ohne One-Punch. Who do your voodoo, bitch? Dead Island Riptide, also Dead Island 1.5 im Grunde, ist auch in der Definitive-Version erschienen. Und man sieht schon, das ist optisch gar nicht veraltet. Oh, Maus ein bisschen. So. Das sieht optisch richtig gut aus. Liegt daran, weil halt das Ganze auf einer neuen Engine jetzt stattfindet. Wir haben... Hä, wieso finden wir eine schwere... Was finden wir denn jetzt? Das verstehe ich manchmal nicht, Leute. Das reißt mich auch voll raus. Ich stehe hier gerade auf. Wieso habe ich jetzt schon was gelootet und was ist das? Na gut, komm. Los geht's. Das sieht echt gut aus. Das ist mein Hotelzimmer und ich weiß noch von nix. Ich habe gerade ein Konzert gegeben, mir geht's gut. Ich habe hier noch ein bisschen was getrunken. Und ich höre schon. Ich höre schon seltsame Geräusche. Hört ihr die auch? Ich schau mal, ob da... Was ist denn los hier? Wieso ist die Tür offen? Hallo? Irgendjemand? Und das hier ist halt genau der Raum. Und das haben sie eingebaut, um der Frage aus dem Weg zu gehen. Hey, was hat denn euer Render-Trailer mit dem Spiel zu tun? Das ist der Raum aus dem Render-Trailer. Man spielt ja gar nicht die Charaktere oder irgendwie sowas. Da sind die Jungs, falls ihr sie noch kennt. Ein unglaublich mitreißender, großartiger, gut gemachter Trailer. So. Looten. Also irgendwas stimmt hier nicht. Die Leute sind tot. Looten wir mal hier. Und keiner da ist. Mann, Leute, was... Mit 8 Dollar verreisen, kommt der aber auch nicht weit. Ah, hier. Also es spielt sich eigentlich die ersten Minuten wie Thief. Der Diebes-Simulator. Stört mich nicht, aber ist krass, wie wir hier erstmal... Zombie-Apokalypse geht los. Das erste, was wir machen, ist 5 Portemonnaies pro Minute ist looten. Eine Batterie. Guck mal, wir sind schon ein halber Schatzjäger hier. Und hab noch nicht mal die Etage verlassen. Crafting gibt's natürlich auch, wenn ihr euch fragt, warum looten wir. Und, wie war das nochmal? Jetzt mit der Maus? Ha, okay. Da muss ich noch irgendwie ein Gefühl für kriegen. Das war... Mit dem Pad hatte ich damals keine Probleme. Habt ihr das auf der Xbox 360 gespielt? Hier haben wir Fackeln. Ein bisschen Zitronensaft. Hier im Badezimmer.
Ist leider ein bisschen zu dunkel, ich sehe gar nichts. F wie Flashlight geht noch nicht. Probieren wir mal T wie Flashlight, steht ja da unten auch. T wie Taschenlampe. Okay. Ein bisschen Chaos hier. Wieso liegen die Koffer hier alle so rum? Zwei tote Menschen auf meiner Etage? Dabei ist hier doch so schönes Wetter. Oh, es geht schon wieder. Guck mal, habe ich gar nicht. Sieht so gut aus, dass ich dachte, ich bin in der Videosequenz. Und da unten kommen wir auch hin. Das ist tatsächlich Open World hier unten, was wir da sehen. Ich erinnere mich auch an den Leuchtturm. Man konnte, glaube ich, auch mit dem Boot fahren. Ich bin mir nicht sicher, ob man hier aufs große Meer raus kann. Das glaube ich nicht, aber es gibt einige Flüsse und so und Seeverbindungen, die wir langfahren werden. Natürlich auch Autos, andere Fahrzeuge, mit denen wir Zombies überfahren können. Sprinten geht auch. Und, oh, da brennt's. Okay. In der Richtung, hier kommen wir her. Gucken wir mal, ob es hier weitergeht. Nee, es war wahrscheinlich schon diese offene. Wahrscheinlich hier irgendwas, oder? Nee? Ich weiß es gar nicht mehr. Hier rüber kann ich ja nicht. Muss ich zurück? Nein, ich glaube nicht, oder? Meint ihr, ich muss hier zurück? This is Hotel Emergency Broadcast System. Please leave your apartment immediately. Okay. Da war ich doch eben. Gehe zum Fahrstuhlschacht. Habe ich gemacht. Ah, das ist ärgerlich. Wenn man zu schnell ist für das Tutorial, ne? Wenn man auf das Tutorial warten muss. Wir waren ja hier schon. Lass mich das doch bitte öffnen. Wie genau muss ich denn da drauf zielen? Habt ihr das gesehen? Hoffentlich ist es nur hier so eine Stelle, an der man. So, ich muss hier stehen, sonst wird das nichts. Okay. Endlich. Oh. Aber ist nicht schlecht gemacht, oder? Also, diese Fahrstuhlsequenz gerade fand ich schon gut. Okay. Ich weiß zwar nicht, wer das ist, aber ich vertraue ihm. Ich glaube, er will mir helfen. Denn so langsam, glaube ich, hier ist die Kacke am Dampfen. Mhm, wir gehen rein. Welche Etage? Sind wir ein bisschen tiefer? Nee, ich habe das Gefühl, kleines Tick tiefer, oder was? Okay. Aber wenn wir nicht unten sind, warum ist der Fahrstuhl denn hier? Na gut. Hat es jetzt der Sicherheitsmechanismus gegriffen? Ganz logisch. Ein mittleres Medkit.
Gut, oder? Habe ich schon Faust? Ja. Wo ist denn das Storage Room? Da hinten, okay. Ich habe zwar das Gefühl, dass er durch sein lautes Geschrei den überhaupt erst aufmerksam gemacht hat auf mich, aber gut. Ja, das ist der Einstieg, der Prolog. Später, wenn wir in die Open World kommen, haben wir natürlich weniger Sequenzen wie diese hier. Genießen wir sie, solange wir es können. Das Gute ist, man kann es ja auch im Koop spielen. Mit bis zu 4 Leuten, alle 4 Charaktere können dann da mitkommen. I'm doing it. No! Didn't my body tell you? Now stop! Wait! Hey! Can you hear me? Do you understand what I'm saying? Nod your head! Nod your bloody head! I ain't asking you again! Oh, thank God. I'm a doctor, not a bloody executioner. Sweet man. Jesus. Okay, wir sind wieder im Spiel. Wieso ist noch diese Panikmucke? Ein Fakt. Those things came for us and Sinemoi went out to kill them alone. Das weiß ich noch. Bei Dead Island waren manchmal Körperteile, die sind teils random zusammengewürfelt. Oder war das Dead Island oder war es ein anderes Spiel? Fällt mir nur gerade auf, da manchmal Körper nicht so wirklich zum Kopf passen. SOS! I'm transmitting from the Benoit Peak Resort. You can't just let him die out there. He saved your life. You owe him your life. Please! He's the only one protecting us. Okay. You going out there? Are you nuts? You're not gonna help him. Get the hell out of the way. You at least have a weapon? You need to find a weapon. Why won't anyone do anything? Ich hab ein Weapon, ich hab 2 Fäuste. Oder was hier mit dem Paddel? Alright. This is fucking crazy. On 3. 1, 2, fuck it, 3! Oh, das sieht echt gut aus. Hätte ich nicht gedacht. Schön, 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 schön. So, jetzt feel my paddle. They're coming again. Alles klar, Bro? Come there. Genau. Ja, ja. Okay, then. Thanks, mates. Sinemoi. Man erkennt an der Sprache, dass das Ganze irgendwo bei Australien oder in Australien spielt. Ja, ja, auch diese Tattoos, ich weiß, das ist so philippinisch. Eigentlich hätte ich jetzt hawaiianisch gedacht. Aber das ist ja nochmal eine Ecke weg. Listen, your friend from the hotel's awake. You were right about him being immune to this thing. If it wasn't for him, we wouldn't have made it. Maybe now we can hold out until help arrives. There is no help. This thing can't be stopped. I saw how it took my wife. You need to get out of there, and I can help you. I can arrange for transportation, by air, by sea, but first you need to get here, to me. I have many sick and injured here, mate. They're crazy with fear. Tell me where you are. Where are you? You there, mate? Hello? Hello? Oh, God damn it. You didn't think you were gonna make it.
No thanks to you. Ja. Oh, was ist los? Du hast den Prolog abgeschlossen. Oh, danke schön. Ich bin stolz auf mich. Ich kann jetzt Koop spielen. Danke. So. Ihr könnt den Spieltyp einstellen. Wenn ihr öffentlich spielt, kann es sein, dass irgendwer aus dem Internet eurem Spiel beitritt, der neben euch steht und, ja, euch vielleicht sogar hilft. Oder einfach nur Mist macht. Ich würde es auf privat stellen, sodass, oder dass nur meine Freunde da rein können, denn ich mag keine Menschen, die ich nicht kenne. Freunde in der Nähe an, Sprachchat an. Ja, ja, nee, komm, das lassen wir alles mal. Gut ist, wir bestätigen das und wollen direkt weitermachen. Auf Banoi. Ich weiß jetzt gar nicht, ist Banoi, ist das eine korrekte oder ist das eine fiktive Insel? Oh, das sieht echt gut aus. Und dieser australische Akzent, finde ich, trägt auch ziemlich viel dazu. Ist mal was anderes. Ich finde das gut, das ganze Spiel in Australisch zu genießen, irgendwie. Es gibt selten. Und ja, auffällig ist natürlich auch hier die Bikini-Dichte und auch die Pralität der einzelnen Bikini-Körbchen. Die ist sehr konstant hier in diesen Gefilden, muss man auch mal sagen. Ne? Die Oberweitengröße. Aber da werden wir weitere empirische Erhebungen vornehmen. Erstmal würde ich jetzt, glaube ich, mit ihm schnacken. Name's John Sinemoy. I'm the head lifeguard here. Voice on the radio told me you were in trouble at the hotel. Said you were resistant to whatever this is. I didn't believe it. But then I found you and I saw the bite marks. You got no symptoms, but... Those aren't love bites, are they? Look, I don't know who you are, or how you know that guy on the radio, but he's our only connection with the outside world. We keep losing the bloody signal. Kuttenjupp sagt, dass bei ihm bei Kapitel 3 die Luft raus war. Er fand da Dying Light besser. Und ja, es wäre ja auch seltsam. Dying Light ist ja im Grunde der inoffizielle Nachfolger. I hate to ask, but we can't do this without you. Will you help me? Ah, unsere erste Quest. Schlüssel zum Leben. Hole den Rettungsschwimmatom. Schlüsselkarte von Bungle 11. Okay, machen wir. Schwierigkeitsgrad 2 Totenköpfe von 5. Und 400 Erfahrungspunkte. Let's do it. Yeah. Good. First off, we need an access card to get past the security gate. Mine's in my room. Kalio findet das Setting schöner von Dead Island. Genau. Bungalow 11, by the pools. Take a weapon and watch yourself. You may be immune, but I don't mean you can't die. Alright, alright, hol die Rettungsschwimmer-Turm-Schlüsselkarte. Die Rettungsschwimmer-Turm-Schlüsselkarte. Ja, den Bindestrich hättet ihr euch auch sparen können, ne? Nimm mal gleich ein Wort drauf. Ja, knutschen die da rum? Hey, get a room! Hey! Ja. Hab ich mir gedacht. Alles ruhig. Ja, ich finde das Setting auch. Ich kann mich hier, ich finde das wunderbar. Ich weiß auch nicht, warum ich das Spiel mag. Es ist rein technisch wirklich eigentlich nicht so gut und sehr repetitiv. Es ist ein Standard-Open-World-Ding und es. Aber es ist so geil brutal. Es ist so mega gut auf einer Insel. Es ist die ganze Zeit gutes Wetter. Es sind Palmen da, die im Wind wehen. Schaut euch das mal an. Das Wasser ist türkis. Wunderschön. Hier ist eine Kiste zum Looten. Ich kann den ganzen Tag looten hier. Ein Brecheisen. Oh, ich erinnere mich noch. Da hinten ist die Tante, die unbedingt Champagner haben will. Irgend so eine russische Diva-Tante. Okay, wir haben die Minimap rechts unten. Wollen wir uns vielleicht mal an der orientieren, bevor wir jetzt planlos rumlaufen? Wir gehen hier mal hoch. Hier oben ist ja das Resort, das sehen wir gleich. Hier unten sind wir am Strand. Hier sind wir aufgewacht, die haben uns da ja geholt aus diesem riesen Hotelkomplex. Und, das können wir mitnehmen. Brauchen wir jetzt aber nicht, deswegen. Okay, dann folgen wir mal. Sie sieht schon länger tot aus. Wir nehmen das auch nochmal. Unser Inventar ist leider ziemlich begrenzt. Wechseln gleich mal die Waffe.
wenn uns das Spiel sagt, dass wir voll sind. Oh, es kommen gerade wieder wirklich. Werden gerade wieder Erinnerungen wach. Ich hatte sehr viel Spaß mit Dead Island. Ihr seht auch da die Lebensanzeige, ne? Und das Coole und so ein bisschen auch das Alleinstellungsmerkmal und auch das Brutale an dem Spiel ist ja die Tatsache, dass ihr wirklich arbeiten müsst mit den Körperteilen. Ne? Die Körperteile abzuschlagen, in die Beine zu brechen, bei schnellen Zombies die Arme abzuschlagen, bei starken Zombies und so weiter. Und das werden wir am besten mit scharfen Waffen dann aber nochmal demonstrieren. Dann gibt es ja auch noch diesen Progress. Ihr seht links oben meine Lebensenergie mit 5 kleinen Balken. Die wird natürlich später auch noch gepimpt und besser. Dann kommt ihr in den guten Strudel der Charakterverbesserung. Und oh, wir sind, glaube ich, haben den Hotelkomplex erreicht hier. Ich höre auch schon die bösen Jungs. Wo ist denn das? Da ist das Hotel. Da, in dem haben wir gewohnt. Und jetzt wollen wir in die Richtung. Wir wollen wieder zum Hotel, glaube ich. Zwischendurch immer mal wieder ein Trinken. Wir sind unglaublich am Dehydrieren hier. Und es ist wichtig, immer ausreichend hydriert zu sein in der Zombie-Apokalypse. Ja? Ja? Mein Paddel ist abgebrochen. Dann nehme ich ein schweres Rohr. Ein Kraftlosstock. Auch nicht schlecht. Komm, gucken wir, wie kommen wir denn ins Inventar, Leute? Eevee Inventar vielleicht. Gut, wunderbar. Ja, seht ihr, hier haben wir nämlich die 3 Talentbäume. Die sind jetzt nicht unbedingt groß, aber das ist schon ausreichend. Das ist schon gut. Und da sind Talente bei, die richtig interessant sind, erinnere ich mich. Da waren echt gute Dinger bei. Dass ihr dann später, glaube ich, auf den Zombies laufen könnt und so weiter. Und was nehmen wir denn? Kann man hier mal ein Preview kriegen? Was haben wir da? Deine Raserei kennt keine Grenzen. Sie hält länger an und deine Feinde lernen buchstäblich das Fliegen. Okay, so ein quasi Mega-Berserk-Modus. Jeder Kill bei Raserei stellt Gesundheit wieder her. Oh, ja, guck mal. Zerschmettern von Köpfen von Feinden mit stumpfen Waffen erzeugt zusätzliche Wut. Boah, alles gut, alles mega gut. Wut, ne, ist klar, das braucht ihr wahrscheinlich, um diesen Berserker-Modus anzumachen. Überleben ist auch immer wichtig, was hier ganz am Ende. Du kannst zerstörte Organe neu wachsen lassen und dich von entsetzlichen Wunden erholen. Du regenerierst 20% Gesundheit pro Sekunde. Wow. Erhöht die Preise von Gegenständen, die du verkaufst. Erhöht die Haltbarkeit von modifizierten Waffen. Feinde erhalten Schaden, wenn sie dich niederwerfen. Regeneriert 15 Gesundheit pro Minute. Verringert erhaltenen Nahkampfschaden. Ermöglicht das Öffnen von Schlössern. Ja, hier, das brauchen wir unbedingt. Schlösser der Stufe 1, 2 und 3. Das ist da. Ist gut, sich diesen Talentbaum natürlich erstmal, deswegen habe ich das gemacht, anzugucken, um sowas zu finden. Das ist was, da würde ich zum Beispiel als allererstes versuchen hinzuskillen, weil ich kann nichts mehr, also nichts hasse ich mehr, als an verschlossenen Truhen vorbeizugehen. Hier ist unser Inventar, die Quickslots, die müssen wir, glaube ich, auch über den. Oder? Ich weiß nicht genau, weiß ich nicht, kann mich nicht erinnern, aber ich glaube, die schaltet man auch dann auf jeden Fall irgendwann frei. Was ist denn jetzt mal unsere. Wir nehmen das ermüdende Brecheisen und. Wie macht man das mit der Maus? Hä? Warte mal, bin ich doof? Wieso geht das nicht? Rechts, links, Trick. Links, jetzt leuchtet das, ja? Nee? Muss ich hier wirklich unten draufklicken? Geht auch nicht. Okay. Das muss ich noch mal ein bisschen üben. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das mit der Maus funktioniert. Aber es wird nicht schwer sein. Da muss man, glaube ich, erstmal einfach nur drauf kommen. Aber linke und rechte Maustaste haben mir da jetzt nicht viel geholfen gerade. So, wir gehen weiter in die Richtung. Können auch nicht unendlich sprinten, wie ihr seht. Gut, dass wir jetzt so ein Brecheisen haben. Oh ja, ich erinnere mich, diese. Die sind immer diese Tiki-Bars. Da drinnen gibt es immer guten Loot. Gehen wir gleich mal rein. Komm, wir trinken gleich 2.
Ach komm, mach 3 draus. Der Typ muss eigentlich die ganze Zeit pinkeln. Silence! So, jetzt können wir hier noch ihren Bikini-Unterteil looten. Sag mal, hat die kein Bikini-Oberteil? Und war das auch Dead Island, wo das primäre Geschlechtsorgan auch mitmodelliert war, auch wenn man es nicht sieht normalerweise? War das nicht Dead Island? Erinnert ihr euch an die Geschichte? Okay. Und hier drinnen ist eigentlich immer guter Kram, ich erinnere mich. Jetzt probieren wir das nochmal. Ich mach mal so. An dem richtigen Moment soll ich die Maus nach oben. Ne, jetzt nach unten die Maus und zack! Ja, doch, so langsam weiß ich. Jetzt nach. Ah! Habt ihr gesehen, ihr habt dieses Notebook fast runtergefetzt hier. Das Open ist, Sir. Noch ein Stock, ein paar Energy Drinks, davon kann ich einfach nicht genug kriegen, ne? Ist mega krass, wie ich gleich in 5 Minuten mit Herzflattern auf Game Over gehe. Aber. Macht nichts. Besonders bei dem Wetter, ne? Einen guten Paddel lassen wir hier hängen. Seht ihr noch Zombies? Ich sehe gerade keine. Sieht gut aus. Keine Erfrischung. Stay down! Wir sollen eher in die Richtung. Gar nicht weit entfernt von unserem Ziel. Oh, scheiße. Zombies sterben auch unter Wasser. Ihr könnt das mal beobachten. Die ertrinken hier. Na, okay. Der ist jetzt schnell genug aufgestanden. Aber ich meine mich zu erinnern, dass die unter Wasser auf jeden Fall auch down gehen. Bin ich mir recht sicher, dass da was war. Nee. Ist wieder so eine Bar. Hol mal die Beine ab. Au! So, man kann die Waffe eigentlich auch werfen. Das ist besonders cool bei Spitzenwaffen, die dann auch. Bam! Bam! Die dann auch stecken bleiben im gegnerischen Torso oder wo auch immer ihr hingezielt habt. Und ihr könnt die dann auch bei den Zombies wieder rausziehen und wieder verwenden. Das nenne ich mal nachhaltige Zombie-Abwehr. Nabdo? So bloody bright. Where the hell am I? Oh yeah, it's coming back to me now. I was chased in here by a mob of bloody maniacs. I was able to lock them out, but I had to kill the bloody bartender. The crazy git was trying to bite me. Didn't have nothing to eat, but I had a hell of a lot to drink. But now I'm all out and hungover as hell and need a bit of the hair of the dog that bit me, huh? Think you can find me some more booze? I'll make it worth your while. So. Ja, guck mal, das ist doch ein guter Zeitpunkt, um mal kurz in die Werbung zu gehen. Wollen wir das machen und dann machen wir weiter mit Dead Island. Zeit für mich, einen Kaffee zu holen und meine Zombie-Abwehrkräfte zu stärken. Ich hoffe, euch macht Spaß. Bis gleich. Ja, Grüße an den Trigger-Hippie Fuselmann GmbH. Der nette Erich ist auch wieder da. Diplomat. Chris. Wen haben wir noch? Majestix. Das Vader. Spiri Yoga. Fangan. Beverly Phils. YouTube-Freak.
Ja, ihr habt schon alle interessante Namen da draußen, ne? Aber jetzt gucken wir uns weiter mal an, wie es hier irgendwo in Australien mit der Zombie-Apokalypse weitergeht. Da haben wir nämlich gerade ein kleines Problem und der gute, wie heißt der? Stanley würde gern Schnaps haben. Und da sind wir uns sicher, wenn er was Priorität hat, yeah, dann Stanleys Schnaps. Yeah. I'll wait here, if you don't mind. I'm not really up to moving around. 5 Flaschen Schnaps. Erstmal ein Energy Drink. Das wäre eine, aber so funktioniert das Spiel nicht. Also, ja, tatsächlich hat er wahrscheinlich 5 Flaschen Schnaps direkt hier vor seinem... Na gut, ja. Nee, aber das funktioniert anders. Wir gehen jetzt noch mal ins Inventar. Schauen mal, ob wir da questtechnisch... Wir haben ja die Hauptquest, Schlüssel zum Leben. Hole die Rettungsschwimmer-Turm-Schlüsselkarte. Und die Nebenquest. Und die machen wir wahrscheinlich tatsächlich nebenbei. Wir schauen mal, ob wir denn den Alkohol finden auf dem Weg. Wir werden jetzt aber primär diese Quest hier verfolgen. Schlüssel zum Leben. Wir wollen den Schlüssel. Und da müssen wir eigentlich eher hier so lang. Und das ist halt auch gut. Hättet ihr das jetzt erwartet? Es gibt halt Open-World-Spiele. Da ist denn hier die unsichtbare Wand, ne? Da müsst ihr denn rumlaufen. Aber sowas rechne ich Spielen hoch an, dass ihre Welt auch fucking offen ist und nicht einfach nur ein vorgegaukelter Schlauch, ne? Ihr könnt hier lang. Und das ergibt auch Möglichkeiten und alles. Das ist schon cool. Komm, ich hab Durst. Zählt einer mit? Schleicht die sich an, ey. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hm? Ah! I'm putting you down. Ja, es ist sehr brutal, ne? Aber ich weiß nicht, gehört ihr zur Zombie-Lobby? Ich glaube, das liegt in der Natur des Zombies. So, wir müssen hier hin. Oh, what the fuck? Ein Drink. Einer Alkohol, noch ein Drink. Pure Nature. Ah, warte mal. Ich glaube, rechte Maus zu gedrückt haben. Wahrscheinlich jetzt linke. Jawohl, okay. Dann wissen wir, wie wir werfen. Das ist gar nicht doof, das zu wissen. Aufzeichnung, das suchen wir. Nee, Quatsch. On a special assignment on the island of Banui. I'm investigating illegal logging and clear cutting that's not only damaging the ecosystem here, but costing the people of Banui billions. I've been told that my life might be in danger as those behind this illegal activity will stop at nothing to protect their criminal enterprise. As a precaution, I will be leaving a trail of reporters wherever I go, so that if something were to happen to me, the truth would still be told. I'm leaving now to meet with an informant who I believe could rip the lid off of this investigation. So, wir haben die Karte. So eine kleine Audiobotschaft nebenbei gehört. Wir gehen jetzt wieder zurück zu Sinamoy. Mehr ist hier nicht, aber das sieht doch gar nicht schlecht aus. Im Chat meinte vorhin jemand, das Spiel sei gut gealtert. Ist natürlich nur bedingt so zu sehen, weil es ja eine ganz andere Engine ist, ne? Das wurde ja tatsächlich, es ist ja jetzt nicht einfach nur das alte Dead Island, wir spielen ja die Dead Island Definitive Edition. Oh Gott. Was ist los mit dir, Teddy? Teddy? My wife.
my dad. Oh, fuck, my own fucking brother. Jesus Christ. What else could I do? Let him kill me? Why are you looking at me like that? What the fuck do you want from me? I had no choice. Oh, God. Oh, God. Ja, kleines Dilemma haben wir da. Der musste leider seine Familie. Ne, hier lang. Ja, das ist die Kehrseite der Zombie-Apokalypse, ne? Aber das ist nur am Anfang so. Am Ende wird das bestimmt lustig. Oh. Faustkampf mit dem Zombie. Ich wundere mich gerade, wo ist denn das Rohr, was ich gerade geworfen habe? Das muss doch hier noch, oder war das erst bei Riptide, dass die Sachen dann... Nee, das liegt hier, ne? Ist es das? Ja. Weiter hier lang. Wie, du stehst... Ach komm, bleib unten. Guck mal, der hält was aus. Was ist denn da los? Oder liegt das an meiner Waffe? Man konnte eigentlich auch treten oder so. Lass gleich mal gucken. Ich hatte gehofft, dass das Spiel mir das gleich nochmal sagt, was man alles kann. Aber lass uns einmal ganz kurz, weil das mit dem Werfen ist ja auch schon ziemlich cool. Tastatur und Maus, ja, alles klar. Tastenzuweisungen. Sprintenrahmen ist okay. Benutzen, aussteigen. Medkit H. Okay, gut zu wissen. Dann kommen hier jetzt die spannenden Sachen. Tritt mit E. Ah ja, klar. Ist doch ganz dicht in der Nähe hier. Y ist der Rampage-Modus. Taschenlampe ist klar. Motor ausschalten mit X. Merken wir uns. Und ansonsten drücken wir mal ganz kurz U, was die mit Upgrade-Menü meinen. Ach, das Ding. Okay. Also hier auf E ist der Kick. Alright. Kick it. Oh, Alter, du bist schnell. Rechte Maus. Ich paddel dich. Ich glaube, mein Paddel ist schlecht. Ich habe einen ganz schlechten Paddel. Anscheinend macht er Pause, wenn wir ins Inventar gehen. Wir sollten jetzt mal schauen, ob wir hier... Hier haben wir dieses Tauchermesser. Hä? Okay, Sammlerstücke. Ah ja, das ist relativ wichtig für später. Das ist ja das Gute, wenn ihr später die Waffen verbessern könnt und richtig extravagante Modifikationen da drauf haut, dann hat eure Axt natürlich dann coole Statuseffekte und auch optische Effekte, wenn dann da so Blitze rauskommen und die Blitzschaden macht, das ist schon echt gut. Dazu brauchen wir hier diese ganzen, da macht das Looten dann auch so ein bisschen Sinn, den ganzen Kram, den man da findet, ne? Das brauchen wir dafür alles. Aber, wie wäre es denn, wenn ich einmal ganz kurz begreife, wie man... Ausrüsten. Okay, habe ich das jetzt ausgerüstet? Was ist denn... Ich würde gerne jetzt vielleicht diesen Stock... Darf ich dich ausrüsten? Okay. Benötigte Stufe 4. Ah, okay, guck mal. Benötigte Stufe 1. Was ist denn da? Bin ich wirklich so blöd, da dieses Ding auszurüsten? Was ist denn da los?
Rein da! Hä? Jetzt? Wie oft muss ich denn klicken? Muss ich 13 Mal klicken, um das auszurüsten? Beim 14. Mal geht's wieder weg, oder was ist hier der Trick? Okay, komm, ich klicke. Ja, jetzt geht's. Hä? Okay. Ich raff nix. Jetzt am Anfang sind eh alle Waffen kacke. Wundert euch nicht. Ich nehme da, was ich kriegen kann. Hauptsache, die ist noch heil. Die andere war nämlich, glaube ich, kaputt. Deswegen hatten wir ein Problem. Ich glaube, du drückst zu schnell und entrüstest dadurch wieder, sagt der Erich. Doppelklick und dann Slotwahl, sagt Schokobärchen. Ja, ich probiere das gleich nochmal. Looking like a motherfucking postcard. Ja, ne? Hier sind wir eben schon hochgesteppt. Trotzdem ist hier noch Loot. Dahin, wo wir aufgewacht sind. Zu Samoni oder wie der Junge nochmal hieß. Don't know how it is you're immune to this, but we've got to take advantage of that. You did it? All right. Thanks to you, we might all just make it. We are not safe here, mate. Okay, wir haben die. Wir reden direkt nochmal mit ihm. Okay, ready to go out there again? I need you to find a lifeguard station and see if it's safe. Can you do that for me? Ja, normal. I'm here. Take the beach. It's the shortest way. We'll come as soon as we know it's safe. There should be a working radio inside. Signal us when it's clear, and we'll follow you. Okay, wir gehen zum Rettungsschwimmerturm. Der ist da hinten, nicht weit. Gehen wir mal den Strand entlang, oder? Die Scenic Route. Hätte nicht gedacht, dass, dass man das noch so aufpolieren kann. Das kann wirklich so optisch. Eieiei. Faust. Neuer Paddel. Hey, Borrow. Das Gute geht dann natürlich los, wenn wir anfangen, grüne Waffen zu finden, blaue Waffen, lila Waffen. Lila Waffen sind tatsächlich auch ziemlich selten. Ach so, jetzt erzählt er mir das. Guck mal. Oh shit. Ich benutze mal ein Medkit, wie das Spiel es von mir möchte. Wobei, brauche ich doch nicht. Ich hab doch. Na komm, machen wir mal. Boah, wie ich ihm alles breche mit meinen Fäusten. Okay, was sagt ihr? Doppelklick und dann auf den Slot? Ja, okay, das ist mega counterintuitive. Aber okay, warum muss ich das doppelklicken? Doppelklick und dann auf das Ding. Hey. Na, seht ihr, wenn ihr auf die Beine geht, wie die dann umfallen? Mann! Das aber mal. Ordentlich. Ich glaube, wir sind falsch, aber hier drin. Okay, interessant. Im Grunde scheint es auch völlig egal zu sein, wo ich da lande. Ob ich in der Mitte lande, brauche ich 3 Versuche. Oder an der Seite auch. Aber ich meine, wenn man ganz in der Mitte landet, dann schafft man es vom ersten Mal. Aber
Roter Bereich ist nicht gleich Mitte. So, ein Hackemesser. Geil, das ist mal was Neues. Denn hier ein Assassin-Gift-Mod gelöt. Alkohol für unseren Kumpel. Maybe there's something in here. Ja, maybe. Denn hier noch ein paar Kisten mit einem ermüdenden Schraubschlüssel, benötigte Stufe 2. Nehmen wir mit. Nahrungsmittelkonserve, die brauchen wir später für eine Quest, das erinnere ich mich noch. Besser nicht wegschmeißen. Hier ist aber noch... Hier ist der Alkohol für unseren Kumpel. Lass rein. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon 5 haben. Ich glaube, einer fehlt noch. Ist das der Leuchtturm? Ist da einer am Auto? Alles klar, Bro? Oh, fuck. Fuck. Oh, Jesus Christ. If you hadn't come along. You want to come with me? I'm gathering any supplies I can find at the Water Sports rental kiosk. Maybe you'll find something that'll come in handy. Okay. Dann gucken wir doch mal. Oh, noch so ein Hackebeil. Sehr gut. There's a table inside you can use to repair your weapons. Weapons? Look, take whatever you want. Wie, Surfboards? Na gut. Nimm das hier. I have to get some rest. Okay. Es gibt jetzt auch keine Loot-Obergrenze. Nehmt alles mit. Außer halt die Waffen. Davon könnt ihr, glaube ich, nicht unendlich tragen. Let's hope there's something useful. Kaum lange nichts getrunken. Okay. Wo sind diese Weapons, von denen du gesprochen hast, Junge? Hier? Oh, hier ist eine Weapons Dingsbums Bench. Hier können wir modifizieren. Können wir direkt mal machen. Merkt euch das, ja? Upgraden. Modifizieren. Wir nageln den Stock. Ne, guck mal, uns fehlt. Uns fehlt was. Fleischköder und Armband nur hier. Ja, wir sind ja noch ganz am Anfang. Wir könnten einen Gegenstand nageln. Und zwar den Kraftlosstock, der aber Stufe 4 benötigt. Also das wäre Verschwendung. Den können wir ja jetzt gerade eh nicht benutzen. Und wir haben ja schon eine genagelte Waffe hier. Dieses 2x4. Sollten wir was reparieren? Nee, das Brecheisen könnte man reparieren. Das macht man aber eigentlich eher dann mit den seltenen Waffen. Den lilanen oder den blauen. Alle anderen, die schmeißt ihr weg. Das ist wirklich... Das sind alles Einwegwaffen hier. Da gibt's keinen Pfand drauf. Oh, ein Spaten! Oh. Guck mal, überall, wo man hinguckt. Oh, Überraschung an jeder Ecke. Surf School. Oh, what the fuck? Tschüss, ich muss auf Toilette. Wo macht man denn hier rein? In den Koffer? Ist das so in Australien? Ich war noch nie in Australien. Macht man da einen Koffer? Fertig und weiter. Oh, du siehst aber noch voll gesund aus. Jetzt zu spät. Oh, shit. Weit ist es nicht mehr. Nochmal ein Energy Drink.
denn hier, die Mistgabel? Was willst du denn? Noch ein Energy Drink? Bleib liegen. Gib mir mein Brett wieder. Das gesehen. Daneben geworfen. Was? Unerwartet. Witzig. Nicht das Ding jetzt hier? Egal, ich habe genug Kram. Aber gerade nichts ausgerüstet. Das ist am Anfang, da will man relativ schnell diese Slots auch kriegen, ne? Weil sonst werde ich hier immer ständig in der Situation, dass ihr da jetzt neu... Ihr seht hier, 10 von 12 Waffen kann ich nur tragen. Ich glaube, das kann man auch später noch ein bisschen pimpen, aber... Nicht jetzt. Das Rohr ist auch ziemlich mächtig. Haben wir ein Rohr und einen Spaten, das ist doch schon mal ein Anfang. Und dann haben wir, guck mal, zwei Events hier, oder? Komm, wir kümmern uns erstmal um das Event hier hoch. Was ist da los? Irgendwas? Zombie out. Das ist später die Base, glaube ich, hier. Ist das die Ecke? Ja, das ist die Ecke. Live. Ja, hier ist später die Base. Die müssen wir anscheinend erstmal zurückgewinnen. Kommen wir denn da rein? Wie machen wir das? Ich glaube, hier sind wir falsch, oder? Oh nein, ich gehe wieder zurück. Hier kann man dann immer mit dem Fahrzeug reinfahren. Aber wieso kommen wir jetzt hier nicht rein? Hatte er uns nicht irgendwas mit dem Keypad gesagt? Ich meine, ich habe da eben schon drauf gedrückt. Achso, ich muss jetzt nochmal... Ja, tut mir leid, ich dachte, es reicht, aufs Keypad zu drücken. Es ist ähnlich wie beim Looten. Manchmal muss man zweimal drücken, um zum Looten. Du siehst seltsam aus. Aber I don't judge you. So, wir machen jetzt hier weiter und haben's gleich. Okay, das war gar nicht schlecht. Bisschen looten. Dringe in den Rettungsschwimmerturm ein. Das machen wir hier drüber. Oh nein. Oh, okay. Der hat aber seltsame Man-Boobs. Nette Hose vom Zombie. Oh. Es gibt natürlich noch Special Zombies. Ich weiß nicht, ob jetzt das erste Mal einer kommt. Ist das schon einer? Nee, das ist keiner. Oder?
Schlägerstufe. Ich heile mich mal kurz. Ja, das sind, glaube ich, die erkennt man auch am Schrei. Da erinnere ich mich noch dran. Der Schrei, der ist mir bekannt. Und die sind halt, die sind hart. Da braucht man eine lange Waffe. Was ist denn meine Schaufel? Egal, ich schmeiß ihm einfach alles, was ich habe. Oder ich lasse ihn erstmal schlagen und dann auf dem Arm. Oh shit. Dann machen wir das jetzt mit dem Messer. Okay, so wollte ich es eigentlich nicht machen, aber es hat ganz gut funktioniert. Eigentlich, ihr habt ja gesehen, die schlagen mit ihren Armen so. Und wenn ihr versucht, denen die Arme zu brechen, dann können sie das nicht mehr und dann können sie eigentlich gar nichts. Und dann macht ihr die platt. Oh, hier ist ein schöner Paddel. Hier geht's nicht rein. Ja klar, wir gehen durch dieses Garagentor. Ist da noch jemand? Nee. Messingschlagring. Guck mal, unsere erste geile Waffe. Sehr gut. Lass uns die mal angucken. Wir haben eine blaue Waffe. Also rein hier anstelle von unserem Paddel. Doppelklick, Einmalklick. So, die sieht jetzt nicht unbedingt spektakulär aus. Aber sie ist effektiv, wahrscheinlich. Vielleicht sollten wir auch mal drauf gucken, was uns erwartet. Was ist denn hier der USP? Ach, gar nichts. Nee, was heißt denn entnervend? Das weiß ich gar nicht. Entnervend. Was ist das? Ach du Scheiße, das ist ja genial. Oh, danke schön. Vielen, vielen Dank. Hier kommt gerade wieder Essen rein. Möchtest du ein Stück? Sicher? Okay. Oh, Alter, ist sie schwer. Hast du das mal? Steine! Hammer. Kleine Pause, kurze Sekunde mal. Ich muss mal gucken, was hier drin ist. Das ist vielleicht wichtig für die. Ach, das ist schon wieder so. Alter Schwede, geil. Die war so geil. Oh, ihr seid so fies. Kann man auf die GoPro das einmal? Das ist wirklich mega gut. Das ist wieder eine Pan. Und, die GoPro habe ich nicht. Geht nicht? Nein. Ihr seid so leise. Ich höre euch gar nicht. Aber ihr könnt es vielleicht erkennen. Hackfleisch, Salami, Mais wahrscheinlich drauf. Mega gut. Barbecue-Soße sehe ich da auch schon. Das ist ein richtig dicker Rand. In dem Rand ist sogar Käse drin. Meine Güte, die war wahrscheinlich teuer, ey. Ja. Für so eine kleine zahlt man trotzdem eine Menge. Vielen Dank an, ihr sollt das doch nicht. Dry Dane. Ja, ja. Hier steht's. Barbecue, Beef, Cheesy Edge, Mais und Salami. Das ist wirklich. Sieht ganz in Ordnung aus, sagt. Mach nicht diesen. 200 Gramm Pizza, 600 Gramm Fett, sagt Scroon. Ja, genauso gehört sie. Ich muss einmal ganz kurz überprüfen, ob das auch alles soweit gut ist. Oh Mann, schmeckt gleich den Käse dran. Oh. Vielleicht machen wir gleich nochmal eine Werbung kurz, weil ich muss ganz dringend noch einen Anruf oder irgendwas. Danke. Ich habe selten bei denen bestellt. Ich wusste gar nicht, dass sie so gut sind. Die sind nämlich sehr, sehr würzig, muss ich sagen. Das lässt manchmal zu wünschen übrig. Vor allem in Kombination mit Hackfleisch, mit Beef. Maybe there's something in here.
Das muss schon recht würzig sein. Das ist nicht überall so, aber bei denen, wo die jetzt herkommen. Pop! Mit dem Schlagring, ne? Da geht das recht fix. Jump Drink. Hey, Bro! Kick it! Fist it! Kick! Es gibt dann so später Spezialmoves. Ich erinnere mich noch an die, weil die waren sehr, sehr mächtig. Diese Zombies, die fallen ja häufiger mal zum Boden. Und die werden ja auch stärker, diese Zombies. Also die werden auch im Laufe des Spiels länger leben. Und dementsprechend... Guck mal, ich habe jetzt so viele Energy Drinks getrunken, dass ich blind bin. Kann das sein? Ich habe gerade meine Sehkraft verloren. Was wollte ich denn gerade sagen eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Könnt ihr meinen Satz zu Ende machen? Ah ja, genau. Es gibt später coole Skills, an die ich mich noch erinnere. Einige Zombies, die fallen dann ja gerne mal auf den Boden und dann kann man den auf den Kopf... also man kann seinen Fuß dann mit dem Kopf benutzen. Also seinen eigenen Fuß mit dem Kopf des Zombies. Wisst ihr, was ich meine? Also man kann den das Brain kaputt treten dann. Und das ist ein sehr, sehr mächtiger Move, weil die sehr gerne auf dem Boden liegen und der funktioniert auch, wenn sie noch voll Energie haben. Das ist der Oceanic Flight, den wir gerade gehört haben. Alright. Komm, schnell hier rein, dem Typen mit Wucht. Ende im Gelände hier, Junge. Zack, Tür auf. Rein da, und das hier ist unsere neue Base. Ah! Alright. Oh, der war das. Okay, Computer looten. Eine große Batterie, Mülleimer. Energy Drink. Noch ein. Komm, immer weg damit. So, jetzt müssen wir gucken. Ach ja, hier ist übrigens Schnellreise dann. Das kommt später auch. Ich muss einmal ganz kurz noch gucken, was das hier ist. Ah ja, die Arena-Lobby. Ich glaube, das kam erst mit einem DLC, oder? Diese Multiplayer-PvP-Geschichte. Da wollen wir nicht hin. Später ist das die Schnellreisefunktion. Wir befinden uns ja jetzt hier noch am Anfang in der Hauptstadt von dieser Insel. Die ist schon recht groß, ne? Und, ich weiß jetzt gar nicht, war das Dead Island 1? Ich glaube schon, wo man... Das ist so in drei Abschnitte unterteilt, glaube ich. Der erste Abschnitt ist halt hier in diesem Gebiet. Der zweite ist halt, glaube ich, ist der nicht so mehr kanalisationsmäßig und stadtmäßig? Dass man da in so einer eher betonartigen Stadt ist, aber auch tropisch. Ich glaube, so war das. So, suchen wir die letzten Zombies. Ach, guck mal, die haben wir anscheinend übersehen hier gerade. Auf die Bubis. Ist klar, das ist die Schwachstelle. Trinken wir noch zwei Energy Drinks. Was ist hier los? Oh, einmal um die Leiter rum. Hier ist ja gar nichts. Hä, macht das Sinn? Wenn wir jetzt mal annehmen, wir sind in Australien. Naja.
wir gehen mal hier gucken. Hier ist nichts. Aber ich glaube, wir haben doch die Quest erledigt. Ach ja, hier steht's ja auch. Jetzt, ja, hier, wir rennen schon wieder. Wir waren schon wieder zu gut. Okay. Oh, super, Videosequenz. Oh, da ist sogar Werbung für unseren Energy Drink unten. Habt ihr gesehen? Nice job, mates. We're safe now, thanks to you. But we won't make it long without food. Help don't come soon. We're gonna have to head to town. Meantime, maybe you could see if anybody needs help. We're safe here for now, but there's still a lot to do. A lot of people here need help. Go talk to them and see what you can do. So, als Belohnung schmeißt er uns dieses Messer vor die Füße. Weil jetzt ist es nämlich wieder so weit. Wir haben keinen Platz mehr im Inventar. Wir müssen einmal ganz kurz. Was schmeißen wir weg? Hier, das ist ja schon kaputt. Ich würde noch mal ganz kurz euch fragen, denn irgendwie, wofür steht denn jetzt ermüdend und kraftlos? Ich denke, im Englischen wäre das vielleicht relativ selbsterklärend. Jetzt hier gerade ermüdend. Wie ist das überhaupt ein Punkt? Kraftlos, Punkt, Stock. Und hier. Ist das eine Statusveränderung? Gibt es eine Statusveränderung, die ermüdend heißt und Kraft oder was? Hier ist auch ein Punkt. Wozu soll denn das eine Abkürzung sein? Für ermüdender Hammer? Waren denn die ER-Buchstaben zu viel? Dass sie das abkürzen müssen? Was ist hier los? Hier, wieso ist hier ein Komma? Schau mal in den Chat. Ermüdend gleich schneller kaputt, kraftlos gleich hält länger, kann aber nix. Ah, okay, dankeschön, dreckiger kleiner Gollum. Das heißt nur, dass die quasi stumpf sind, sagt der Dengel. Nee, das heißt das nicht. Stumpfe Waffen sind immer stumpf. Wir können ja auch hier einen ermüdenden, ja, hier haben wir ein kraftloses Tauchmesser. Also hieran siehst du, ob das eine stumpfe oder nicht eine stumpfe. Das hier ist eine scharfe Waffe. Das hier ist eine stumpfe Waffe. Stumpf, stumpf, scharf, scharf, stumpf, stumpf. Na, daran sieht man die Geschichte. Das ist so eine Art Qualitätsstufe. Okay, alles klar. Das leuchtet mir ein, aber warum die Namen so komisch geschrieben sind, was die Punkte oder hier vereinzelt Kommas machen, macht irgendwie für mich auch noch keinen Sinn, aber vielleicht kommen wir da noch drauf. Oder vielleicht ist es wirklich einfach nicht durchdacht oder schlecht übersetzt. Ach Mist, der Typ ist ja schon da. Wir wollten ja das Messer mitnehmen und das andere Ding wegschmeißen. Fallen lassen. Okay, jetzt darf ich es nicht fallen lassen. Wie oft muss ich raufdrücken, um es fallen lassen zu dürfen? Wo ist es denn jetzt hin? Wieso ist es denn jetzt weg? Jetzt ist es da, jetzt. Ah, so geht das. Okay, mal geht's, mal nicht. Können wir noch was wegschmeißen? Die sind echt wirklich alle schlecht. Einige schlechter als andere. Hier, der Paddel ist ziemlich schlecht. Lassen wir auch nochmal fallen. Hoffentlich jetzt so, dass wir das noch mitnehmen können. Und dann reden wir nochmal mit Cinnamoy. Cinnamoy ist aber gerade nicht gesprächsbereit. Deswegen trinken wir noch einen. Ich glaube, jetzt müssten hier doch auch Überlebende, sind die bestimmt unten. Ja. Okay, was ist hier los? Ich kann nicht mehr zurück. Ich bin zu groß. Ich habe leider einen zu großen Charakter ausgewählt. Der darf hier leider nicht durch. Das ist ja witzig, oder? Habt ihr das schon mal? Hank? What up? This baby needs some new spark plugs or she ain't going nowhere.
Shame, though. It's a hell of a car. A battalion of those freaks wouldn't slow this baby down. So, if you can find me a few necessary parts from any nearby wrecked cars, and we get this ride rolling, I'll let you take her out anytime you want. Deal? Autowracks nach Ersatzteilen durchsuchen und 4 zurückbringen. Ja, so eine nervige Sammelquest nehmen wir an, weil die Dinger werden wir, da werden wir gar nichts gegen tun können, sowas zu finden. Excellent. You locate those parts. You know where to find me. Okay. Achso, hier wohnt hier noch jemand? Zumindest habt ihr Licht angemacht. Was ist los mit dir, Junge? Du siehst so. Guck mal, hier kommen die anderen. Ach doch, das sind jetzt langsam. Macht das Sinn mit den Qualitätsstufen, ne? Der Punkt macht zwar immer noch keinen Sinn, aber wir haben hier auslaugend, behindernd, schwach, kraftlos, okay. From outer space. Ja, ich glaube, da ist ein bisschen lost in translation bei dieser Geschichte da. Hey, Janine, pass auf, ich komm rüber. Pass auf, Janine, ich hab's gleich. Hey, Janine, oh. Margaret? Oh, shit, wer liegt denn da so unbequem? Mädel, das ist, Alles klar, Jack? Hey, remember me, mate? I'm the doctor, but I can't do much without medical supplies. The door to the infirmary is locked from the other side, and Anne's in critical condition. You think you can help me break the bloody thing down? Blutiges Gesundheitswesen hilft Jack zur Krankenstation. Oh, das können wir machen. Wollen wir das machen? Cope said it. Komm, Jack. Appreciate it. Ihr seht auf der Minimap, wie viele Quests wir hier zum Auswählen haben, aber wir haben jetzt Jacks genommen. Geht Jack jetzt vor, oder sind wir der Anführer auf dieser Reise? Jack wartet. Ich würde sagen, wir nehmen die ganzen anderen Quests auch an, damit wir die Hälfte davon sind irgendwelche Sammelquests. But I think he's probably okay. If you happen to be nearby there, can you see if you can find him? Kellys Ehemann. Okay. Okay. His name is William. He's about 6'1", black hair, good looking. He's a concierge. He has a friend named Doyle who works in the Diamond District bungalows. I'm thinking maybe he's hiding out there. Right. God, why the hell did I stay here with Cinnamoy? I should have listened to Maggie and left with James and the others. They probably found a way off the island by now. Maybe there's still time to find them. If you're out there and you see Maggie and the others, could you let me know where they are? Okay. I can do that. Thanks. I'll be here. Because, I mean, you know, where the hell else am I gonna Wieso go? Wieso hast du Schlangenaugen? Na gut. I ran out in such a rush, I left my necklace behind at the hotel. It's in bungalow 6 in the silver section. My husband gave it to me. It means a lot to me. I'm offering a reward. Can you help me? Yep. Yeah. Thank you. Please be careful. Yeah. Ach ja, die Fertigkeitenpunkte. Wir können aufsteigen. Wir wollten ja relativ fix hier das Lockpicking, deswegen müssen wir schnell überleben skillen. Das erste wäre 10% mehr Gesundheitsregeneration. Das ist gar nicht schlecht. Das wird hier pro Minute gerechnet. Wir haben noch ein Upgrade verfügbar. Den Köder. Mhm. Das ist natürlich, denn das macht Sinn im Multiplayer. Wenn ihr alleine spielt, gibt es andere Möglichkeiten, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Das ist mehr für Tank-Gameplay, wenn ihr im Team spielt. Das haben wir hier, Motivation. Chance erhaltenen Schaden in eine Ausdauerverstärkung umzuwandeln. Ja, okay. Und Geldmagnet, die Menge des erbeuteten Geldes. Ist natürlich auch mal ganz sexy. Wir müssen jetzt, glaube ich, eins nehmen, um hier weiterzukommen, ne? Was steht denn hier? Steht gar nichts dazu, ob es dann
Wieder was vorher erfüllen müssen. Was wäre denn hier sonst noch? Schwerer Schlag, Mann, stumpfe Waffen sind nun effizienter, effektiver, Schaden durch. Das muss man natürlich eigentlich auch haben, ne? Aber ich will ganz schnell Schlösser knacken, deswegen. Entschuldigung. Ich würde sagen Motivation, oder? Nee, Geldmagnet braucht man nicht unbedingt. Man kriegt zu viele Kohle. Erst Kampf, sagt der kleine Gollum. Nee, ich mach Motivation. Ich will hier sofort hin. Ich will Schlösser knacken. Wenn ich nur ein Schloss sehe, das ich nicht aufkriege, drehe ich durch. Komm, trink mir noch einen. Geht doch. Ja, ja, genau. Es ist wirklich unbequem. Die sieht, also so liegt doch kein Mensch, oder? Also es ist, oder sie hat natürlich ein starkes Problem. Sie ist vielleicht infiziert. Das sieht schon, also kann, wenn sie jetzt so stark verkrampft ist vor Schmerzen oder so, das kann natürlich sein. Aber sie will ja auch nicht mit mir sprechen. Sie ist auch in so einer Art katatonischen Zustand. Sie ist gar nicht ansprechbar. Wir gehen nochmal, wo sind die Quests? Wir wollten ja den Typen nach Hause bringen. Wieso ist diese Quest golden? Gibt's da eine gute Belohnung? Jack war das, ne? Ja, das ist unsere Hauptquest gerade, das ist die Geschichte mit Jack. Wo ist Jack? Bist du hochgegangen? Nee, Jack ist immer noch unten. Ich war da doch eben, Jack. Eben standst du da nicht. Doch, du standst da eben auch schon. Jack. Jack. Komm mit. Was? Anything good in here? Das ist ein bisschen weird mit der Maus, aber gut, wir kommen irgendwann durch. Wer bist du denn? Ist sie noch hier? Ha! Wo kam die denn her? Schmerztabletten, wunderbar. War's das schon, Jack? Ich dachte, wir müssen weit reisen. Das ist ja hier direkt um die Ecke gewesen, du Pfosten. Sag mir das doch. Shit, guck mal, wir dürfen das noch nicht. Warum nicht? Wieso nicht? Muss ich erst... Warte, brauchen wir Stufe 4 oder bin ich Stufe 4? Ich bin Stufe 4. Wieso steht hier nicht, warum ich das nicht darf? Das würde mich jetzt schon interessieren, Spiel. Warum muss ich erst alle Quadranten hier voll haben? Also von diesen drei Abschnitten? Um hier weiterzukommen? Muss ich das wirklich raten? Na gut, komm, dann gehen wir jetzt hier auf Kampf, die Geschichte. Du kannst mit stumpfen Waffen Spezialangriffe auslösen. Wenn du linke Maustaste drückst, während du genau auf den Kopf zielst. Ja, das sollte man auch mitnehmen, das ist schon gar nicht doof, ne? Fähigkeiten ansehen? Ah, okay. So. Jetzt haben wir wieder neue Aufgaben von ihm hier. Ja, aber du hast doch hier ein Ausrufezeichen, dann gib mir doch die Quest. What a bloody disaster. Nothing here at all, is there? We need to think of another way. Will you help me? I need you to load an ambulance on one of the lifeguard vehicles. Inside, you'll find a paramedic bag with all the necessary equipment in it. I'm pretty sure I saw one by the Diamond Bungalows. Was? Diamond Bungalows? Da wollte ich eh hin. Okay. Copacetic. Without your help, we'd all be 6 feet under by now.
bloody walking corpses. Also oben hier ist noch ein Questgeber. Hey! Hey, I'm Dominic. This piece of shit antenna is too weak to reach past the island. We need a signal amplifier to cut through the static. I worked on an antenna at the lighthouse nearby. I'm sure they got an amplifier there. We wouldn't last a minute against those things, but you, think you can get it for us? Ja, klar. Ich dachte, wir müssen schon beim Leuchtturm sein, aber nee, das war ja diese... How can I say no? Lifeguard Station. You bring it back as soon as you can. Ja, mach ich. Okay. Muss ich ehrlich sagen, ich mag das bei Spielen nicht so gerne, wenn man... Wenn diese Quest, das ist bei so vielen Spielen so, dann auf einmal geballt kommen. Ne? Ihr kommt dann irgendwie nach der Anfangsphase, nach ein, zwei Spielstunden aus dem Wald, kommt in das erste Dorf und dann stehen da 20 Leute, die euch Quests geben. Und ihr jetzt müsst ihr nur mit 20 Leuten reden. Wieso wird das nicht irgendwie gleichmäßig verteilt? Frage ich mich dann immer. Weil ich habe da dann total keinen Bock drauf, jetzt eine Stunde mit allen Leuten zu reden. Bisschen weniger oder besser verteilt wünsche ich mir in solchen Situationen. In so einer sind wir gerade. Da vorne ist noch ein Ausrufezeichen, aber dann haben wir's. Feel like I'm back in fucking Typ, was ist mit deinen Schultern? Alter, hast du einen Dolch im Rücken oder was? Wieso? Typ, zieh die nicht so weit nach hinten, das sieht mega unnatürlich aus. These bodies are starting to rot. You smell that? We need to burn them before they start attracting more of these walking dead motherfuckers. Do me a favor. See if you can't get some gas from that station nearby. Ah, okay, Schwierigkeitsgrad 5 Totenköpfe. Jetzt starten. Yep. Gibidi, gibidi. Good. See if you can find a car. That way you can move more gas. Endlich. So, wir haben es geschafft. Alle Quests angenommen. Das ist unsere Base. Hier geben wir die Quests meistens auch ab. Hier haben wir auch die Bank zum Reparieren, Modifizieren. Und was man nicht so alles machen kann. Ich würde mal ganz kurz schauen. Hier ist nämlich das Ding auf 15%. Da würde ich mal ganz kurz 255 Dollar, wahrscheinlich australische Dollar, in die Hand nehmen, um diesen Messingschlagring zu reparieren. Oh, den Rest lassen wir. Modifikationen sind leider immer noch nicht groß möglich. Das hier können wir uns sparen. Wir looten noch mal ein bisschen weiter. Ich bin da ja schon recht fleißig im Looten. Und dann sollte das bald möglich sein. So, ein Auto dürfte auch nicht weit sein. Ist das noch fahrtüchtig? Okay, um das aufzuheben, ist lustig, wie... Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, den das stört, aber warum muss ich manchmal zum Looten einmal F drücken? Warum muss ich manchmal zum Looten zweimal F drücken? Und warum muss ich manchmal zum Looten F gedrückt halten? So, wollt ihr wirklich alles, was möglich ist? Das finde ich, sowas finde ich sehr irritierend. Es hat jetzt vielleicht, oder hat das Sinn gemacht? Sollte mir das jetzt suggerieren, dass es eine lange Ausbausequenz ist oder was? Nee, haut ab mit euren langen Tasten gedrückt halt, Scheiße, so. Das will doch kein Mensch. Eigentlich suchen wir ein Auto. Get out of my face. Okay. Wir sollen eigentlich in die Richtung gehen. Oh, der lebt noch, deswegen. Ah. Oh, Alter, wir haben eine Kiste. Was ist denn hiermit los? Hä? Ist ja das zur Quest? Kein Plan. Ja, aber wie es so ist, leider ist die Zeit rum. Es ging aber fix. Das ging ja richtig fix. Naja, gut.
immer ein gutes Zeichen, ne? Wenn die Zeit beim Spielen verfliegt, ist ein Indikator für ein gutes Spiel. Dead Island ist schon ein bisschen älter. Ich glaube, 2011 kam der erste Teil raus, war ewig lang indiziert. Jetzt dürfte ihn spielen in hübsch, weil mit neuer Engine, Riptide, der 1,5er, ist auch in der Definitive Edition verfügbar. Ihr müsst aber sie, glaube ich, einzeln kaufen. Ihr könnt sie vielleicht auch im Bundle kaufen, aber es ist nicht so, dass ihr kauft die Definitive Edition und habt dann beide Dead Islands. Nee, das ist nicht so. Auf Dead Island 2 warten wir noch. Und ansonsten war es das von mir. Danke fürs Essen, für eure Aufmerksamkeit. Und ja, für alles, was ihr sonst noch im Leben tut. Das war's von mir. Ciao.